أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Herzlich willkommen zum Vortrag. Es geht weiter mit dem Thema Lebensmittel und wir haben das letzte Mal besprochen, welche Tiere man essen darf bzw. nicht essen darf. Allgemein haben wir gesagt, das Vieh ist erlaubt. Was war Vieh nochmal? Ja? Nochmal? Ein bisschen lauter. Kuh? Rind, ja? Ich höre es nicht. Mit Huf? Schafe, genau, ja. Bitte? Kamele, ja. Und Ziegen, sehr schön, genau. Und dann haben wir gesagt, welche Tiere darf man nicht essen, ja. Genau, also Raubtiere und Raubvögel. Also Tiere, die Raubtiere sind, wie Löwen, Tiger und so weiter und so fort. Aber auch Raubvögel, die Krallen haben. Ja, die dann ihre Beute fangen mit ihren Krallen. Jetzt geht es weiter, inshallah ta'ala, mit weiteren Tieren, und zwar Insekten. Es gibt ja einige Kulturen, da werden Insekten gegessen. Und im Islam, da sind die Rechtsschulen nicht sich einig. Die Mehrheit der Gelehrten und der Rechtsschulen erklärt, dass Insekten nicht erlaubt sind zu verzehren. Ausnahme ist hier die malikitische Rechtsschule, die erlaubt das. Was ist das Problem bei Insekten? Warum sind sie nicht erlaubt? Weil man sie nicht schächten kann. Und Kadaver ist verboten. Also verendete Tiere sind ja, also Kadaver ist was? Ist ein Tier, das nicht geschächtet wurde. Es starb alleine und niemand hat es geschächtet. Und Kadaver ist ja verboten. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran erwähnt, dass Al-Mayta, also Kadaver, nicht erlaubt ist zu verzehren. Alaikum salam. Wenn jetzt ein Insekt nicht geschächtet werden kann, also kann es nur in Form von Kadaver verzehrt werden, also ist es nicht erlaubt. Das ist die Argumentation der Rechtsschule. Die malikitische Rechtsschule sagt, das ist schön und gut, aber wir machen Analogieschluss, und zwar auf ein Tier, das man auch nicht schächtet, aber trotzdem isst. Gut, das sind Meerestiere, das ist wieder eine andere Kategorie. Ja? Heuschrecken. Die Malikiya, die sagen, wir sind uns doch einig, dass Heuschrecken erlaubt sind. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es klipp und klar erlaubt hat. Also machen wir analog zu Heuschrecken alle anderen Insekten. Weil eine Heuschrecke wirst du auch nicht schächten. Und da sagen die anderen, nein. Das ist eine Ausnahme und nicht eine Grundlage, um analog die anderen auch so zu beurteilen. Sondern grundsätzlich sind Insekten verboten, aber Ausnahme ist eine Heuschrecke. Warum sagen sie, grundsätzlich sind Insekten verboten? Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns Al-Khaba'if verboten hat. Al-Khaba'if ist das Schlechte, also in etwas, was verabscheut wird. Das Verabgescheute, also das, dass man verabscheut, ja, etwas, was man verabscheut, Khaba'if, das ist verboten. Ja, jetzt kann jemand kommen und sagen, aber Sekunde mal, in unserer Kultur ist es kein, sind das keine Khaba'if, wir essen das. Dann ist die Antwort, ja, aber den Koran müssen wir verstehen, gemäß der Araber, bei denen der Koran offenbart wurde. Alaikum assalam. Das ist Maßstab für Verständnis des Korans.
Also das ist nicht jeder, wie er es sieht. Allah, ich persönlich ekle mich vor diesem Insekt oder nee, ich ekle mich nicht. Nicht du bist Maßstab, sondern die Araber damals. Und die Araber damals, die haben keine Insekten gegessen. Ausnahme Heuschrecken. Und deswegen sagen die Ulama, die drei Rechtsschulen, das ist nicht erlaubt. Insekten dürfen wir nicht verzehren. In einigen Ländern gibt es aber Brauch, in melikitischen Ländern, ja, dass sie Schnecken essen. Schnecken werden verzehrt in einigen Ländern. Und das eben basierend auf der melikitischen Ansicht, dass es erlaubt ist. Denn sie sagen, ja, also jetzt, man isst jetzt keine Fliegen und sowas, ja, aber Schnecken ist etwas, was man nicht verabscheut. Und die Sache mit dem Schächten, das Kochen oder Garen oder wie man, ich weiß gar nicht, wie man die Schnecken da zubereitet, ja. Auf jeden Fall, das ist die Form, wie eben diese Tiere in Anführungszeichen geschächtet werden. Das Kochen dieser Tiere ist das Schächten. So wie bei Heuschrecken. Also, Tadhkiyah ist also das Tier zum Tod führen. Ob das jetzt das Schächten ist oder das Stechen ist. Ja, Kamele zum Beispiel werden ja nicht geschächtet. Versucht man Kamel zu schächten, das bringt dich um. Ja. Sondern das Kamel wird mit einem Stich ins Herz eben geschächtet. Ja. Und nicht in, wie zum Beispiel ein Schaf. Auf jeden Fall, deswegen sagen die Malikier, wenn das Ding gekocht wird, also lebendig, also die Schnecken werden lebendig, es gibt ja einige Tiere, die werden lebendig gekocht. Ich glaube, wie heißen die Dinger da? Nicht Krabben oder was? Hummer, ja, kannst du nicht erst töten und so, musst du halt lebendig kochen. Also das ist, gut, Hummer ist wieder ein anderes Thema, Meerestiere, ja. Aber das ist die Art und Weise, wie die Malikier sagen, dass es eben erlaubt wurde. Aber die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten sagen, dass es nicht erlaubt, Insekten zu verzehren. Die Ausnahme, wie gesagt, ist Al-Jarad, also Heuschrecken, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es explizit erwähnt hat im Hadith. Uns wurden zwei Kadaversorten erlaubt und zwei Blutsorten. Was war das nochmal? Welche zwei Kadaver? Ja? Fisch und Heuschrecke und die zwei blutigen Sachen? Leber und Milz. Das heißt, wir dürfen diese Tiere, obwohl sie nicht geschächtet wurden, also Fische brauchst du nicht zu schächten, ja, braucht kein Halal-Siegel drauf zu sein, ja, und Heuschrecken werden auch verzehrt, ohne sie vorher zu schächten, und deswegen ist es eben erlaubt. Das nächste Tier, was nicht verzehrt werden darf, sind die Geckos. Kennt ihr Geckos? Salamander? Ist das ein Unterschied oder sind das die gleichen Sachen? Was soll ein Unterschied haben? Salamander ist kleiner als ein Gecko? Okay. Ja, also auch diese Viecher, ja, die da an der Wand immer, gut, hier in Deutschland, glaube ich, sieht man das nicht so oft, oder? Ja. Auf jeden Fall, diese darf man auch nicht essen, da sind sich die vier Rechtsschulen einig. Und ein Tier, was eine, es ist eine Eigenschaft bei verschiedenen Tieren, das hatte ich schon mal erwähnt, und zwar Jalala, was war das nochmal? Ja? Tiere, die eigentlich Gras fressen, aber Unreinheiten. Genau. Irgendwelche Tiere, meistens nennt man dann Hühner als Beispiel, die normalerweise erlaubt sind zu verzehren, aber wenn sie Unreinheiten gefressen haben, dann darf man sie nicht verzehren, bis sie wieder rein sind. Und wie macht man das? Wie reinigt man Tiere, die Unreinheiten gefressen haben? Ja? Genau.
Man füttert sie dann mit reinem Futter so lange, das müssen dann die Fachleute erklären, bis man davon ausgeht, okay, diese Unreinheiten, die sind wieder, wurden ausgeschieden und das Fleisch ist wieder rein. Also, und das nennt man Jalala, bitte nicht verwechseln mit Jalala. Jalala ist Majestät. Ja, und das ist Jalala. Ja. Und das Gleiche gilt bei diesen Tieren auch für die Eier, wenn es Hühner sind, oder wenn es ein Tier ist, was Milch erzeugt. Auch die Milch darfst du nicht verzehren, wenn es unreines Futter hatte. Also unrein im islamischen Sinne, ja. Blut oder Exkremente. Wenn dieses Tier Unreines gefüttert hat, dann darfst du auch nicht das Milch, die Milch, ja, wenn das zum Beispiel ein Schaf war oder eine Ziege, oder auch die Eier, wenn es ein Huhn ist. Der nächste Aspekt, der nicht erlaubt ist, ist ein Körperteil eines Tieres zu verzehren, das von einem lebendigen Tier abgetrennt wurde. Also stellen wir uns mal vor, da ist ein Tier und es hat die Hüfte verloren. Die Hüfte liegt da jetzt rum. Das Tier ist nicht tot. Noch nicht. Also in dem Zeitpunkt, in dem dieses Tier die Hüfte verloren hat, war das Tier am Leben. Dann darf man diese Hüfte nicht verzehren. Denn das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was von einem Tier getrennt wurde, während es lebendig war, ist wie Kadaver. Also das hat das gleiche Urteil, als ob dieses Tier als Kadaver gestorben ist, und dann darfst du es ja auch nicht verzehren. Also wenn dieses Tier noch lebt und ein Bein oder egal was wird jetzt getrennt, ja, durch einen Unfall zum Beispiel oder sowas, dann darfst du diese Hüfte, diese Allahu alam, was das ist, nicht verzehren. Wenn aber dieses Tier geschächtet wurde, es lebt aber noch, es wurde geschächtet, es lebt aber noch, und in diesem Zeitpunkt, kurz vor dem Tod, wurde ein Körperteil getrennt, dann darf man es verzehren. Warum? Ja, das war's. Es wurde schon geschächtet. Ab dem Zeitpunkt ist dieses Fleisch halal. Es ist natürlich nicht so, dass du es machen sollst. Ja? Du sollst jetzt es sterben lassen und so weiter. Aber stellen wir uns vor, aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, was in den muslimischen Ländern, zum Beispiel beim Opferfest, da gibt es viele Probleme, die entstehen können. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Jeder hat ja sein Schaf zu Hause. Ja? Also das ist ja nicht so wie in Deutschland. Da hat jeder sein Schaf daheim. Und jeder bindet sein Schaf fest und dann können Probleme entstehen. Einer hat sein Schaf auf dem Dach, ja, und die Schafe, die bleiben nicht immer ruhig. Also springt das einfach mal weg. Es ist gebunden. Es springt weg. Es ist gebunden zum Beispiel an einem Bein, oder die Schnur kommt an ein Bein. Es springt runter, zack, Bein ist ab. Oder es springt runter, erstickt, erhängt sich. Also es gibt leider Leute, die achten nicht auf solche Sachen. Die denken so, Alhamdulillah, das Schaf, das bleibt jetzt brav dort liegen. Das Schaf wird nicht brav dort liegen bleiben. Und das passiert sehr oft. Und dann hast du natürlich auch ein Problem, wenn das ein Tier dann verletzt ist, dann ist es nicht mehr geeignet fürs Opferfest. Ist geeignet, um zu schächten fürs Fleisch, aber als Opfergabe für Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht mehr geeignet. Darf er nicht mit gebrochenem Bein sein und so weiter, oder Auge ist weg oder sowas ähnliches, gilt ja dann nicht fürs Opferfest. Auf jeden Fall, oder was auch leider oft der Fall ist, es erstickt die Schnur, das Schaf bewegt sich rechts, links, und wenn man nicht darauf achtet, wie die Schnur ist, die Schnur muss beweglich sein,
Ja, das heißt, wenn er sich mal dreht oder so, dass es er nicht erstickt. Ja, dann leider findet man am nächsten Morgen, Alhamdulillah, Ashallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Eid, ja, und das Schaf ist tot. Ja, das kannst du jetzt nicht mehr benutzen, das ist Kadaver. Auf jeden Fall, deswegen ist die Frage, was ist, wenn du jetzt das Tier angefangen hast zu schächten? Und das Tier nach dem Schächten wird sich ja wohl bewegen, oder nicht? Und je nachdem, was für ein Ding das ist, ja, es gibt ja auch stärkere, es kann schon dich weghauen. Was ist jetzt zum Beispiel, das bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich, zack, ist Bein ab. Ja, da lag die Axt nebendran, Allahu alam, wo, zack, das hat gesprungen, ist gesprungen, zack, runtergefallen auf die Axt, Bein ist ab. Aber das lebt noch, ist am Sterben, aber es lebt noch. Darf ich jetzt dieses Abgeschnittene essen? Ja, warum? Weil es nach dem Schächten war. Also nur für die, die sich fragen, was sind denn das für Themen? Warum haben die Fuqaha nichts zu tun oder erfinden die diese Frage? Ja, weil das sind Sachen, da wurden sie gefragt. Der Sekunde, mein Schaf, der ist vom Dach runtergefallen, da war eine Scheibe, eine Glasscheibe und zack, ist das Bein ab, darf ich es essen, darf ich es nicht essen? Ja? Das heißt, die haben diese Fragestellung nicht einfach so erfunden, sondern das gab es tatsächlich, diese Fälle. Also der Unterschied ist, wurde es noch nicht geschächtet und Bein ist ab, darfst du nicht essen. Wurde es geschächtet, es lebt zwar noch, Bein ist ab, darfst du dieses Bein auch verzehren. Wenn es aber gestorben ist, bevor es geschächtet wurde, dann ist das Tier insgesamt Kadaver und das dürfen wir nicht mehr essen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat, Hurrimat alaykum al-mayta. Also euch wurde Kadaver oder Verendetes verboten. Und ich hatte ja letztens schon gesagt, warum? Weil durch den Tod, ja, das Herz pumpt nicht mehr, das heißt, das Blut ist dann im Körper drin. Selbst wenn du es jetzt schächten würdest, würde das Blut nicht so rausfließen, wie es sein muss. Und Blut, haben wir gesagt, überträgt diese ganzen Krankheiten. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala aus Gnade mit uns, hat er uns verboten, Blut zu verzehren oder eben verendete Tiere, wo das Blut nicht geflossen ist. Es wurde eben nicht vorher geschächtet, bevor es gestorben ist. Wie erkenne ich denn, ob das Tier gelebt hat, als man es geschächtet hat oder nicht? Ja? Geräusch am Hals? Okay, ja, aber hört man nicht bei jedem Tier. Ah, rausspritzt, okay. Ja, aber es kann auch sein, dass ein Tier tot ist und dann verliert es etwas Blut. Natürlich nicht so stark wie ein noch lebendiges Tier zum Zeitpunkt des Schächtens. Aber da gibt es eine andere Sache, die zeigt, das Tier war zum Zeitpunkt des Schächtens noch am Leben. Ja? Genau, die Bewegung, diese Zuckungen nach dem Schächten. Wenn du ein Tier geschächtet hast und es bewegt sich nicht, das war schon tot. Aber wenn du ein Tier schächtest und dann fängt es an zu zucken, selbst, das passiert diesen Tieren, selbst wenn sie betäubt wurde, also wer das schon mal gesehen hat, Tiere werden betäubt, aber nach dem Schächten sind die immer noch am Zucken. Das zeigt, dass dieses Tier durch die Betäubung nicht gestorben ist. Wäre es tot, würde es einfach leblos da liegen, auch nach dem Schächten. Aber da es zuckt, ist das ein Beleg. Die Betäubung hat es zwar betäubt, es ist etwas starr geworden, aber es hat es nicht umgebracht. Ja. Und deswegen ist es natürlich riskant. Also so wie bei den Menschen gibt es auch Tiere, die ein stärkeres Herz haben, ein schwächeres Herz haben. Wenn du zum Beispiel beim Schächten bist und es wird betäubt, mit Strom, du sagst Bismillah, Allahu Akbar, es bewegt sich nicht, tut mir leid, das war schon tot. Das gilt jetzt nicht mehr. Ja. Aber wenn es sich bewegt hat nach dem Schächten, dann weißt du, okay, zum Zeitpunkt des Stechens oder Schächtens war es noch am Leben. Das waren die
Tiere, die auf dem Land leben. Ja, also nicht die Meerestiere, sondern die Landtiere. Und das sind die Sorten, die man essen darf und die man nicht essen darf. Wie man schächtet und so weiter, und diese Regeln, die kommen dann später noch. Ja, es geht jetzt erstmal allgemein, welche Tiere darfst du überhaupt essen. Ja. Kommen wir nun zu den Meerestieren. Die Meerestiere sind grundsätzlich erlaubt. Und hier gibt es natürlich die Rechtsschule der hanafitischen Gelehrten, die eine andere Ansicht haben, und zwar nur Fische sind erlaubt. Andere Meerestiere nicht. Also in der hanafitischen Rechtsschule darfst du nicht alle Meerestiere essen, sondern was ist erlaubt? Fische. Aber zum Beispiel Krevetten oder also diese Shrimps und so weiter sind nach der hanafitischen Rechtsschule nicht erlaubt. Warum? Sie sagen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur Fische erwähnt hat. Die Diskussion zwischen den anderen Rechtsschulen und der hanafitischen Rechtsschule ist eben die Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es wurde euch der Meeresfang erlaubt und dessen Nahrung. Die Nahrung des Meeres. Was bedeutet Meeresfang? Sayd, Saydul Bahri, Meeresfang, wa ta'amuhu. Und die Nahrung des Meeres. Meeresfang ist wohl offensichtlich. Du fangst Tiere aus dem Meer. Ja, also angeln oder irgendwie. Du jagst die Tiere oder wie man das auch nennen mag. Du fängst die Tiere aus dem Meer. Du machst etwas aktiv, um diese Meerestiere zu bekommen. Ta'amuhu, die Nahrung bedeutet was? Du hast nicht geangelt, sondern da ist ein lebloser Fisch und der ist an den Strand gekommen. Das hat Allah Azza wa Jalla im Koran, also die Nahrung des Meeres, also er gibt dir Nahrung. Das Meer gibt dir, bitte schön, hier serviert dir diesen leblosen Fisch. Auch das ist erlaubt. Also man muss ja Fische nicht schächten. So, jetzt sagen die Rechtsschulen, guckt mal, Allah Azza wa Jalla sagt, Meeresfang, alles, was im Meer lebt. Allah sagt nicht nur Fische, nur Samak, nur Fisch, sondern Saydul Bahr, also alles, was gefangen wird, wa ta'amuhu, alles, was eben an die Küste geschwemmt wird von leblosen Meerestieren. Die Hanafiten sagen, ja, das stimmt, aber wir haben doch die Sunna. Und in der Sunna sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, uns wurden zwei Kadaversorten erlaubt. Was war das nochmal? Ja? Heuschrecke und Fisch. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es eingeschränkt und nicht offen, also uneingeschränkt gelassen. Die anderen sagen, ja, aber das war keine Einschränkung, sondern das war nur ein Beispiel. Und das ist die Diskussion zwischen den Hanafiten und den anderen Rechtsschulen. Ja. Also die Hanafiten sagen das aufgrund der Sunna, nicht einfach so drauf los. Aber, wie gesagt, die anderen Rechtsschulen sagen nein. Die Ayah ist allgemein und der Hadith ist keine Einschränkung, sondern der Hadith erwähnt nur ein Beispiel. Warum? Sie sagen, weil wir haben noch einen anderen Hadith. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde, ob man mit Meereswasser Wudu machen darf, da sagte er, ja, es ist das Wasser, das reinigend ist, also ich kann Wudu machen, und dessen Kadaver uns erlaubt ist. Also auch in diesem Hadith ist es allgemein uneingeschränkt. Und wie gesagt, da ist die Diskussion zwischen den Hanafiten und den anderen Rechtsschulen bezüglich der Meerestiere. Also, nach der Mehrheit der Rechtsschulen sind alle Meerestiere erlaubt. Heißt was? Erlaubt auch als Kadaver. Man muss diese Tiere nicht schächten. Kein Tier, das im Meer lebt, musst du schächten.
Egal wie groß das ist, ob du jetzt einen Pottwal verzehren möchtest oder ein Seepferdchen verzehren möchtest, alles brauchst du nicht zu schächten. Jetzt haben sich einige Gelehrte gefragt, gibt es einen Unterschied, ob das Tier auf der Wasseroberfläche leblos schwimmt oder nicht? Was heißt denn, dass dieser Fisch auf der Wasseroberfläche leblos schwimmt? Auf was deutet das hin? Ja? Ist es dann kürzlich gestorben? Ja? Es ist etwas länger her. Wenn ein Fisch leblos auf der Wasseroberfläche schwimmt, dann ist er schon ein bisschen länger tot. Ja? Und deswegen haben sich die Gelehrten gefragt, ja, ist das dann auch noch erlaubt oder nicht? Ja, und die Ansicht, die Gelehrten sagen, ist, dass es erlaubt ist. Ja, also gibt es auch natürlich einen Khilaf, aber da sind sich die meisten einig. Was heißt meisten einig? Also da sagen die meisten, es ist erlaubt. Einige sagen, nein, wenn es zu lange ist, dann ist es schon wieder vielleicht ja, ungesund und so weiter und so fort. Aber die meisten sagen nein. Wenn es auch längere Zeit auf der Meeresoberfläche ist, kann man es verzehren. Die nächste Frage bei den Fischen ist, was ist, wenn wir einen Fisch fangen oder von mir aus ist es leblos, finden wir am Strand, und im Leibe dieses Fisches ist ein anderer Fisch. Du fangst einen Thunfisch, ja, und in diesem Thunfisch im Leibe ist ein anderer kleiner Thunfisch. Was ist jetzt, und er ist tot, was ist jetzt das Urteil? Was denkt ihr? Ja? Ist auch Halal. Auch wenn dieses Babyfisch ja, leblos im Leibe seiner Fischmutter ist und die Fischmutter schon tot ist, dann ist trotzdem auch dieser Babyfisch erlaubt. Also das gilt für die Fische, da sind sie sich einig, dass es erlaubt ist. Das nächste Tier sind Frösche. Ist ja in einigen Ländern eine Delikatesse, oder nicht? Dürfen wir Frösche essen oder nicht? Die Frage ist nicht, müssen wir, sondern dürfen wir. Ja? Das kommt noch alles. Ja? Okay. Ja? Ja? Ich weiß, ein Hadith wurde, lass die Frösche nur, damit sie nicht umbringen. Genau, barakallahu fiik. Also, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam löst hier das Problem. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, Frösche zu töten. Und es gibt eine Regel: Tiere, die du nicht töten darfst, darfst du auch nicht essen. Wie willst du sie denn essen? Wenn du sie nicht töten darfst, wie willst du die dann essen? Du musst doch irgendwie das Tier umbringen, damit du es isst. Wenn du es nicht töten darfst, darfst du es auch nicht essen. Und deswegen Frösche darf man nicht essen. Aber wie gesagt, da sind sich die Gelehrten nicht einig. Aber das ist zumindest die Rechtsschule der Hanafiten, Schafi'iyya und Hanbalitische Rechtsschule. Das heißt, bei der Malikitischen Rechtsschule gibt es da eine andere Ansicht. Das nächste Tier, und jetzt kommen wir so langsam aber sicher zu den Amphibien, also Tiere, die nicht immer im Wasser leben. Krokodil. Schon mal Krokodil gegessen? Darf man Krokodile essen oder nicht? Nicht? Für dich nicht? Okay. Ja? Ich würde sagen, nein, weil es auch Tiere eigentlich reißen. Also, der ist ja auch ein Fleischfresser.
Ist auch ein Was frisst ein Krokodil? Ja, also Meeresfleisch oder auch Landtiere, okay. Ja? Sehr schön, genau. Beim Krokodil sind sich die Gelehrten nicht einig, was ist das jetzt für ein Tier? Ist das ein Meerestier oder ist es ein Landtier? Was würdet ihr sagen? Weil es länger im Wasser ist? Die meiste Zeit im Wasser, sehr schön, genau. Das ist nämlich die Frage, wo verbringt ein Krokodil die meiste Zeit? Wann geht ein Krokodil raus aus dem Wasser? Ja? Bitte? Um Beute, ja gut, ja, um Beute zu fangen. Aber ich meine jetzt raus und legt sich auch hin dann, also jetzt. Wenn es Kinder auf die Welt bekommt, okay, ja. Das heißt, die meiste Zeit schwimmt das Tier im Wasser normalerweise. Ja. Also das Lebendige am Tier ist normalerweise meistens im Wasser. Ja, es geht manchmal raus, ein Krokodil geht manchmal raus, aber es verbringt nicht, sagen wir mal, den ganzen Tag am Land und spaziert da hier durch Gebüsch und so weiter einfach mal so. Ja, sondern, und deswegen sagen die Gelehrten, es ist ein Meerestier. Und jetzt ist aber die Diskussion zwischen den Gelehrten, wir haben ja einen allgemeinen Grundsatz, Raubtiere sind haram, oder nicht? Dürfen wir nicht essen. Ausnahme sind natürlich Raubtiere des Meeres. Also ein Hai ist ja ein Meerestier, oder nicht? Also kann ein Hai, darf man Haie essen. Und deswegen haben einige Gelehrte gesagt, ein Krokodil ist ein Meerestier, also ist es erlaubt. Das ist auch die Ansicht von Ibn Uthaymin, rahimahullah. Also Krokodile, nach dieser Ansicht, darf man verzehren. Die anderen Rechtsschulen sagen nein, Krokodile darf man nicht verzehren. Warum? Weil es Raubtiere sind. Ja, weil sie diese Zähne haben, diese Beißzähne, oder wie nennt man das? Reißzähne, barakallahu fik. Ja, und deswegen darf man sie nicht verzehren. Also diese zwei Ansichten gibt es. Und nach der hanafitischen Rechtsschule und nach der offiziellen schäfiitischen Rechtsschule und der hanbalitischen Rechtsschule sind Krokodile nicht erlaubt zu verzehren. Wie sieht es aus mit Schildkröten? Heute machen wir so eine Reise durch den Zoo. Ja? Es gibt sehr verschiedene Arten. Es gibt ja die mehr am Land leben, aber hauptsächlich nur am Land leben. Also die hauptsächlich im Wasser leben, da ist ja klar. Also es sind dann Meerestiere, dann darfst du sie verzehren. Und wie du gesagt hast, und die Landtiere, die sind dann auch erlaubt nach der Rechtsschule der Malikiya und der Hanbaliten, dass man Schildkröten verzehren darf. Und wenn es Landtiere sind, müssen sie natürlich geschächtet werden. Ja. Bitte? Das ist egal, Fluss oder Meer ist egal. Also wenn wir von Meerestieren, Barklaufig für den Aspekt, also wenn wir von Meerestieren reden, also Wassertiere, ja, also nicht nur das Meer, sondern auch Fluss, also eine Forelle darfst du auch essen, nicht nur im Meer lebende Tiere. Also Süßwassertiere darf man auch verzehren, ohne zu schächten. Krebse. Wie sieht es da aus? Ja. Meerestiere. Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Der hanafitischen Rechtsschule hört es ja nach den Fischen auf. Mit Meerestieren. Also wir reden jetzt hier von den anderen Rechtsschulen. Bei den Meerestieren, wie gesagt, die hanafitische Rechtsschule sagt, es gilt nur für Fische.
Ja, also, aber zum Beispiel Schrimps und so weiter und so fort oder Seepferdchen, Allah, ich weiß gar nicht, ob man Seepferdchen isst, ja. Aber auf jeden Fall, diese anderen Tiere, Meerestiere, sind da nicht erlaubt. Also, wie gesagt, genau, also Krebse, wie nennt man die noch, diese Krebse? Krabben, Hummer, ja, genau, bitte? Genau, die ganzen Muscheln und so weiter, Meeresfrüchte, ja, das ist natürlich alles erlaubt zu verzehren. Genau. Also das wären die Meerestiere, die man verzehren darf, beziehungsweise die Amphibien. Alle anderen Tiere, die am Land sind, die hatten wir ja schon besprochen, die darf man nicht verzehren. Und dann wären wir schon mit diesem Thema am Ende, inshallah ta'ala. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.